Ja, dann sage ich mal Hallo zum zweiten Teil von Night Shift. Das letzte Mal war ja der Robert Bauer bei mir zu Gast. Das war auch der erste Gast. Und wie es in Night Shift so ist, das ist das einzige Gesetz, immer mein Gast bestimmt den nächsten Gast. Und der Robert Bauer hat den Marius Schumann bestimmt. Und der hat sich bereit erklärt, tatsächlich zu kommen, was mich sehr freut. Und ich sage Hallo Marius. Hallo, Irmo. Marius, du wohnst in Leipzig. Ich wohne in Leipzig, ja. Ja. Ich bin ja einer der wenigen Hobbyisten, möchte ich meinen, hier so im Osten. Die meisten von euch wohnen ja alle so Richtung Rhein, gefühlt zumindest. Also zumindest das, was so auf Facebook los ist. Privat ist ja noch ein bisschen anders, aber bei Facebook und Co. Ja, nicht so viel aus meiner Ecke, aber naja. Okay. Wie sieht es denn bei dir von der Ladendichte aus oder so? Bekommst du da was oder hast du da wirklich Probleme? Ja, also ich sag mal, in Leipzig direkt gibt es ein Laden, dann gibt es in Nauenhof noch Nautilus Aquaristik, die sind ja sehr bekannt. Bei uns ist hier Korallennest, heißt der. Sind beide sehr gut, einer für Fische, einer für Korallen. Ja, und ansonsten in Dresden gibt es noch zwei Läden. Ja, und dann so im Umland mal so ganz kleine oder die es halt so privat machen. Ja, aber so, ich sag mal so wahnsinnig Großhändler und so, es ist nicht ganz so viel. Also es kann sein, dass ich mich täusche, dass ich den einen oder anderen vielleicht noch nicht kenne. Wenn jemand zuguckt und sagt, nee, da ist noch einer, dann können sie ja in die Kommentare schreiben. Aber ganz so viel ist nicht, aber ich mag das sowieso so ein bisschen familiärer. Da finde ich immer ganz schön, wenn ich mich mit den Leuten dann auch unterhalten kann. Oftmals quatscht man dann auch nur und nimmt dann doch gar nichts mit oder reserviert sich das nochmal, guckt dann nochmal 2 Wochen später, wie sieht das Tier jetzt aus, hat sich das noch gemacht, umgefärbt und so. Und da ich sowieso online bin, ich kein großer Freund von daher ist schon in Ordnung. Okay, Ja. gebürtiger Leipziger? Nein, ich komme aus Dresden ursprünglich und bin jetzt zum Studieren in Leipzig und bin jetzt quasi fertig und ziehe jetzt dann wieder wahrscheinlich dann nach Meißen um und boah. Okay, und darf man fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 23. Okay, also das heißt, du hast von der DDR nichts mitbekommen, ne? Ich habe da nichts mitbekommen, nein. Okay. Aber wahrscheinlich, naja, vielleicht so ein bisschen unbewusst noch so, wie sich's entwickelt hat, so, oder? Da vielleicht schon Also, so. ich sag mal, bei mir ist, was die Hobbyentwicklung angeht, von daher ganz gut, dass ich sehr früh angefangen habe. Also, ich habe 2010 habe ich schon angefangen. Und ja, gut, da war ich dann einer wirklich der wenigen so in Sachsen, also zumindest was halt so die Läden so gesagt haben. Das hatte den einen oder anderen Vorteil, wenn man da so jung noch war. Man wurde zwar teilweise etwas komisch angeschaut, weil man musste ja dann immer irgendwie mit seinen Eltern da irgendwie hin und da wurde dann immer der Vater angesprochen, was er dann will und das war dann immer ziemlich lustig. Aber von daher habe ich halt, sage ich mal, das Glück, dass ich jetzt schon 10 Jahre gut oder etwas über 10 Jahre fast im Hobby bin und schon noch so, sagen wir mal, die Zeit vor ICP nenne ich es ja immer so ein bisschen vielleicht so mitbekommen habe. Ich habe mein Becken damals. Also das erste Becken, das war so ein, wie es wahrscheinlich viele machen, irgendwie so ein sporadischer Kauf. Kann man vielleicht so sagen, ich bin, seit ich 7 bin ich eigentlich im Hobby gewesen. Also Süßwasseraquaristik in dem Fall, bin dann halt umgesattelt, habe noch so ein bisschen Chamäleons und so nebenbei gehabt. Also alles, was irgendwie so exotisch und bunt war, das fand ich schon immer schön. Und ursprünglich wollte ich Diskus haben. Und die Familie sagte dann tatsächlich so, ja Mensch, nee, Diskus, das ist zu groß und die Heizkosten. Und da haben sie gesagt, ja, aber Meerwasser sieht ja schön aus. Und wir sind da auch ganz unbedarft. Wir waren dann 3 Wochen in den USA. Davor haben wir quasi das Becken gekauft, also so eingefahrenes System. Das war so ein Serra 130 war das gewesen. Und ja, gut, in den 3 Wochen habe ich mich dann eingelesen, habe dann hier von Julian Sprung damals noch die Bücher hier, Riff Aquaristik 1 und 2, kennst du auch noch? Hast du auch gelesen? Genau. Also damals noch so die ganz alten Bücher vom Daniel, noch das eine oder andere.
Und ja, dann nach den 3 Wochen kam dann das Becken, wurde dann gesagt und dann ging es halt los. Ja, was brauchen Sie denn dazu? Und dann wurde die Liste immer länger. Wir dachten auch, wie beim Süßwasser halt brauchst du einen Filter so ein bisschen und vielleicht noch Zusatz 1, 2, wie es heute ja mittlerweile in der Meerwasserszene fast auch wieder ist. Da brauchst du ja auch nur 1, 2 Flaschen teilweise. Dann läuft's, aber damals war es ja noch ein bisschen komplexer. Ja. So. Okay. Und was war dann bei dir? Also kann man bei dir sagen, dass das Hobby deinen späteren Beruf bestimmt hat, oder war es umgekehrt, dass du sagst, nee, das hatte nichts damit zu tun, du warst schon immer interessiert in die Richtung? Also ich habe mich schon immer für Biologie interessiert, also seit ich eigentlich denken kann, das war schon immer so das, was ich machen wollte. Und ja, die Hobbys kamen dann irgendwie so mit dazu. Gerade die Aquaristik ist halt von daher, finde ich, immer ganz gut, weil man nicht irgendwie ein Tier hat. Also ich hatte auch mal einen Hamster tatsächlich. Das war dann überhaupt nicht mein Fall. Und ja, wenn man so ein bisschen so ein Händchen für Biologie und sich da interessiert, ist halt so ein Aquarium immer ganz gut, weil man da einfach wahnsinnig viele Organismen haben kann und quasi ja auch versuchen kann, irgendwie so einen Lebensraum zu simulieren. Und ja, ich denke mal, das war so das, weswegen ich dann da irgendwie hängen geblieben bin. Okay. Du hast ja Biologie studiert, glaube ich, gell, auf Lehramt, kann das sein? Genau, ja, genau. Also da bin ich jetzt quasi fertig mit Okay. und jetzt geht's quasi richtig los. Okay. Ja. Jetzt steigst du ins Berufsleben ein, oder? Ja, genau. Und ich habe neulich irgendwie gesehen, du hast auch dich verlobt oder verheiratet oder irgendwas in Ja, der. verlobt jetzt, Verlobt? genau. Ja, Okay, also jetzt startest du durch, oder? haben viele nicht. Also tatsächlich, man denkt ja immer so, dass da zuerst so die tatsächlichen Freunde so, also die man auch so richtig kennt und intensiver kennt und über Jahre befreundet ist. Und die haben es tatsächlich irgendwie gar nicht so mitbekommen. Okay. Und aber die Fischfreunde quasi von Facebook durch die Bank weg. Also es war wirklich, wahrscheinlich verbringt man mit denen irgendwo auch teilweise mehr Zeit als mit seinen realen Freunden irgendwo. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich erwische mich dann schon öfter mal, dass ich dann doch mehr Zeit am Tag da irgendwie mit Leuten geschrieben habe und Tipps und Ratschläge oder einfach unterhalten habe über Neuerungen, was es so gibt, als man eigentlich dann wollte. Aber ja. Genau, das ist ja eigentlich ein Stück weit die Intention von Nightshift, weil man ja, ich sage jetzt mal, früher wirklich durch die Lande gereist hat, ist und hat sich so im Laden oder wo auch immer face to face kennengelernt oder sich gegenseitig besucht. Und ich finde, jetzt durch die Social Media ist man zwar, sag mal, hat man zwar mehr Menschen, ne, die man da kennt, aber man kennt sie ja eigentlich gar nicht wirklich. Und drum denke ich mal, ist es jetzt vielleicht für den einen oder anderen interessant, die Leute mal auch so ein bisschen näher kennenzulernen. Wie sind denn die wirklich? Ne? Ja. Also nein, ich kann das jetzt nicht in die absolute Tiefe gehen, aber man kriegt dann noch mal eher ein Gefühl dafür, wie tickt denn der so? Was ich noch fragen wollte: Du bist ja jetzt jemand, der hat eigentlich jetzt sehr sich auf so ein Nanobecken bisher, naja, sagen wir mal, spezialisiert ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber du bist jetzt schon jemand, der eher so mit kleinen Becken, wahrscheinlich auch einfach Platzgründe und so weiter. So ging es ja jedem von uns mal, bei mir, genau. Aber es ist ja super zum Erfahrung sammeln. Wann steht denn die Vergrößerung an? Naja, also ich ziehe jetzt um und da kommt dann endlich Vergrößerung. Also ich hatte zwischendurch, ich hatte am Anfang dieses Serra-Becken, das hatte ich wirklich sehr, sehr lange. Dann hatte ich zwischendurch mal noch, also zwei parallel. Das eine war aber auch nur so knapp 100 Liter. Das war dann für einen Fangschreckenkrebs, für eine Arbeit damals quasi noch zu Schulzeiten habe ich quasi mit der Universität von Tampa zusammen so ein bisschen kooperiert und über farbgebundene Kommunikation dann von Fangschreckenkrebsen. Und da hatte ich dann auch halt bei Leuten so, die welche hatten, noch so ein bisschen und noch in der Zoohandlung meines Vertrauens. Die waren auch so nett und haben mir einen untergestellt und so. Also das war so die Zeit, wo ich dann mal mehr als ein Becken hatte. Ja, Okay. und jetzt dann bin ich umgezogen und hatte auch überlegt von der Größe her. Und es ist halt ein Altbauhaus Ja. im Dachgeschoss. Da kriegt man halt auch leider nichts Größeres rein. Das war dann statisch. Ich habe dann mal so geguckt und so. Und das hat sich schon dann ein bisschen so abgesenkt und so alles. Das war nicht ganz so ohne.
Und dann war es halt wieder jetzt die Größe und jetzt kommt dann aber Vergrößerung auf, ja, muss ich von der Bausubstanz dann irgendwie abhängig machen, irgendwie um die 500 Liter, hoffe ich mal. Aber mir persönlich ist es lieber eine Nummer kleiner und Ja. dafür relativ schnell, relativ schön. Ja. Und ja, ansonsten, ja, mit so großen Becken kann man sich irgendwann dann auch, also hat man, finde ich, gar nicht so Vorteile irgendwo, wenn man sie jetzt nicht für Jahre wirklich stellt, sondern nur mal für anderthalb, zwei, 4 Jahre oder so. Und da sieht halt so ein kleines Becken einfach schneller schön aus. Und also, was mir auch aufgefallen ist, mir macht das auch wahnsinnig Spaß, so die Korallen ineinander so, ja, zu verschachteln, zu gucken, was geht neben was. Diese Erfahrung, die hast du quasi in so einem kleinen Becken viel, viel besser gesammelt. Und auch wie klebig was, was geht da als bei einem großen Becken, denke ich jetzt so. Also mit dem Kleben, das war. Da hätte ich auch mal eine Frage, weil ich meine, das rausgefunden zu haben bei mir, und habe aber bisher noch nie jemand getroffen, dem ich das erzählt habe, der das jetzt bestätigt oder dementiert hat. Und zwar habe ich festgestellt, jeder kennt es ja, es gibt Ableger, die klebst du rein bei dir ins Becken und die wachsen ums Verrecken nicht. Ne? Die bilden von mir so eine Basalscheibe aus, aber irgendwie tun die sich herb, hochzukommen. Und dann habe ich mal irgendwann probiert, die näher an eine andere Koralle ranzusetzen. Und plötzlich habe ich festgestellt, fängt dieses Wachsen an. Also, ob sie sozusagen jetzt plötzlich Panik kriegt, so nach dem Motto, oh holla, wenn ich jetzt nicht wachse, dann bin ich weg. Ne? Ich sage das jetzt mal so ein bisschen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert. Es funktioniert natürlich nicht immer, aber in sehr vielen Fällen hat es bei mir jetzt geholfen, eine Koralle zum Wachstum anzuregen. Dieses Konkurrenzwachstum Ja, sozusagen. also mir ist es. Also ich meine mal auch was darüber gelesen zu haben. Es gibt ja da verschiedene Sachen mit dem Microfracking zum Beispiel, dass sie, je kleiner sie sind, halt einfach schneller wachsen, was man uns ja auch in der Korallenzucht irgendwo zugute oder zunutze machen. Und ich denke auch, dass es da verschiedene Hormone einfach gibt, beziehungsweise auch die über den Mukus dann abgegeben werden, schätze ich mal. Also mir ist das auch schon aufgefallen. Ich könnte es jetzt nicht absolut belegen, aber irgendwo hatte ich in die Richtung auch schon mal was gehört gehabt, auf jeden Fall. Aber teilweise ist ja so, man liest viel und also ich zum Beispiel, ich lese wahnsinnig viel irgendwelche Paper und bilde mich da irgendwie weiter und letztlich fragt dann aber mal einer, ja, wo hast du denn das her? Und dann hat man immer, ja, ist halt weg. Ja, so ist es. Also da kommst du jetzt auf einen guten Punkt, auf den wollte ich sowieso auch noch kommen. Und zwar, das ist ja auch der Grund, warum der Robert dich, glaube ich, ausgesucht hat. Es gibt, glaube ich, sowieso schon mal per se wenig Aquarianer oder wenig im Hobby, aber vor allem auch wenig junge oder Nachwuchsleute, die sich so engagieren wie du. Also du machst ja, also ich habe das jetzt nur mal grob geschaut, ne? Also nur mal, um ein paar Sachen aufzuzählen für die da draußen, was er alles macht. Also er schreibt einen Artikel zum Beispiel für ATI. Er macht fürs RIF-Journal, hat er schon Artikel geschrieben. Er ist jetzt im Redaktionsbeirat vom Korallenmagazin, ne? Und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Bruchteil davon aufgezählt, wo du überall engagiert bist. Du hast, ich glaube, das darf man auch sagen, eine WhatsApp-Gruppe, die relativ gut besucht ist. Also ich komme ja gar nicht hinterher, da zu lesen. Ich habe da gar nicht die Zeit. So viel geht in der Gruppe ab. Ich kann immer nur durchscrollen. Ja. Also insofern, das ist sehr brutal. Wo nimmst du denn die Zeit her? Ja gut, im Moment bin ich ja Student, ne? Ja. Ja, letztlich Zeit. Was heißt Zeit? Ich sag mal, jeder hat irgendwo sein Hobby. Einige gehen anderthalb Stunden Fußball spielen. Ich lese anderthalb Stunden mal abends und ein Journal oder schreibe mal einen Text oder so. Das macht mir einfach Spaß. Das finde ich irgendwie schön. Das ist so meine, also geschrieben noch lieber als irgendwie Videos, irgendwie so meine Art und Weise, das Hobby auch so ein bisschen zu leben. Und das hat sich jetzt, muss ich aber sagen, auch dadurch ergeben, dass irgendwie früher konnte man bei dem Hobby, hat man immer wahnsinnig viel so rumprobiert. Also ich zum Beispiel, ich habe damals noch mit Kalkwassermethode angefangen und habe mir dann
meine Sachen. Ich habe mal angefangen, mir ein eigenes Salz zu mischen. Tatsächlich noch habe ich so ein ganz altes Buch noch gefunden, wo drin stand, wie geht das und was macht man da, und in die Apotheke gerannt und alles dann so. Und jetzt hatte ich mich zwischendurch auf Organik, da habe ich verschiedene Organikprodukte, also Produkte mal so selber entwickelt und mal geguckt, was passiert denn da eigentlich wirklich. Und letztlich ist es dann irgendwann so geworden, dass man ja dann so viele wirklich gute Systeme hatte, die dann quasi auch Selbstläufer waren, wo man dann auch irgendwann gesagt hat, okay, das belasse ich jetzt einfach mal so, damit bin ich sehr zufrieden. Und dann fällt natürlich dieses Ganze, ich probiere mal rum, und irgendwie fiel dann so ein bisschen weg. Und dann bin ich halt dazu übergegangen, das irgendwie ja, auf das Lesen und Schreiben irgendwie zu verlagern. Okay, teilt deine Verlobte eigentlich dein Hobby oder sagt die, das interessiert mich überhaupt nicht? Ja gut, also ich habe den Vorteil, sie hat ein Pferd, von Aha. daher ist das ist so ungefähr gleich zeitaufwendig, wenn nicht zeitaufwendiger. Und ja, ich finde, man oder wir sagen immer, wir gestehen uns unsere Hobbys gegenseitig zu, sind auch da halt mit Herz und Seele dabei. Und ich finde, das braucht man aber auch irgendwo. Also irgendwo so ein Ausgleich, der einen wirklich mal ausfüllt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du machst ja auch wahnsinnig viel und bist ja auch wirklich sehr eingebunden. Irgendwo braucht man es ja dann doch mal, oder? Oder wie ist es bei dir? Ja, es ist so mein Bonsai-Garten, ja, tatsächlich. Also ich komme zwar viel zu wenig dazu im Moment, aber abends ist es dann nach dem Arbeiten wirklich so, wo du dann halt durchgehst und mit der Pinzette ein paar Sachen wegzupfst und guckst, wie sind die Korallen, wie stehen sie denn und so fort. Ja, tatsächlich, das ist der Ausgleich, ja. Wobei ich auch sagen musste, der Pflegeaufwand, der ist im Moment fast schon zu viel, weil ich einfach die Zeit nicht finde. Also da muss ich mir jedes Mal, gerade im Moment, der innere Schweinehund überwinden, um jetzt mal einen Abschäumer zu reinigen oder so. Also das Ja. ist eine schwierige Phase, durch die ich da gehe. Ja. Ja, das habe ich mir ja jetzt auch fürs neue Becken vorgenommen, irgendwie das so ein bisschen modular aufzubauen, dass ich zur Not auch nicht im Becken schneiden muss, sondern vielleicht einen ganzen Stock mitsamt Stein irgendwie rausnehmen kann und dann mal auf den Tisch schneiden kann oder so. Also bei mir war es wirklich extrem, wäre das. Gut, mein Becken ist ja relativ oft mal so irgendwo bei Facebook und so zu sehen gewesen. Das war in Hochzeiten, war es wirklich, also es ist ja plus 35 tief und 60 hoch. Und es ist wahnsinnig kompliziert zu kleben, und allgemein, nun war noch der große Fangschreckenkrebs mit drin. Und ja, da war einiges los dann. Also das hat ja, glaube ich, der Daniel Knop bei seinem letzten Becken so gehabt. Ne? Da hat er ja auch das Riff, wenn ich mich richtig erinnere, so modular aufgebaut, genau aus dem Grund, um halt ganze Teile am Block rausnehmen zu können oder zum Beispiel eine Genau, Basis nehmen hat. nee, vom Daniel habe ich auch die Idee, genau, das fand ich sehr gut. Ein guter Freund von mir hat auch früher viel für die Koralle gemacht und so, daher kennt man sich dann doch irgendwo. Und ja, der hat auch gesagt, mach das auf jeden Fall so, weil ich mag das eigentlich, wenn ich das direkt so verklebe alles, und das soll am Anfang möglichst schön aussehen, aber hinten raus wird es halt echt irgendwann unpraktisch, ist so zumindest meine Erfahrung so irgendwo. Ja, wird's. Also bei mir im Moment ist es auch so, dass gewisse Korallen, die stoßen jetzt langsam vor, nee, nicht nur langsam, schon eine ganze Weile gegen die Frontscheibe. Und dann weißt du jetzt bei jedes Mal, bei jedem Scheibeputzen weißt du, du wirst wieder ein paar neue Wachstumsspitzen jetzt weg. Kannst du genau ausmessen, wie breit dann dein Magnetreiniger ist, ne? Ja, genau, aber das tut dir jedes Mal weh und die Koralle, die vibriert dann natürlich immer, dann weißt du, ich warte jetzt schon drauf, bis sie mal runterbricht und das ist auch so ein Hemmschuh, ne? Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil die steht natürlich direkt in der Front und wenn man die jetzt radikal wegschneidet, sieht das natürlich nicht gut aus, ne? Aber das sind dann so Fragen, mit denen man sich dann nach 3 Jahren oder so rumplagt oder schon manchmal vielleicht schon früher, wenn man so ungeschickt klebt. Und Ja. dann ist so eine Blockgeschichte auch besser. Und dann setzt du die halt anders, setzt du den Block einfach anders oder drehst ihn ein bisschen. Genau, ja, also so ist zumindest der Plan, so aus Erfahrung heraus. Man nimmt sich immer viel vor, wie man das alles ganz genau machen will. Und dann findet man im richtigen Moment nicht den Stein oder wie auch immer. Und dann macht man es doch anders, weil es muss ja irgendwie fertig werden. Und ja, ich hoffe, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich baue jetzt in
drei Wochen rund mein Becken ab. Okay. Einfach dann, also ich wohne im Dachgeschoss, dann wird es einfach unerträglich heiß. Dann habe ich jetzt mit Umzug und so, habe nicht die Zeit dafür. Und wenn dann doch mal der Strom weg ist oder so, ist da eh mit 35 Grad teilweise, ist dann Ende. Ne? Und gut, dann werde ich jetzt irgendwie bis September, Oktober wahrscheinlich irgendwie dann Zeit haben, Umzug, irgendwie das Becken dann planen, neu aufbauen irgendwie. Ja, mal gucken. Okay, interessant, ja, ist cool. Ja, und das ist ja immer, sind wir doch mal ehrlich, ist ja immer mit die schönste Sache, ne? So ein Becken starten, neu aufbauen. Ich finde, das ist ja schon auch eine absolute. Nee, das stimmt. Und man findet, also egal, ich finde, egal wie lange man Erfahrung hat und wie viele Becken man hatte, man findet immer noch was, was man jedes Mal irgendwie anders macht, verbessert. Also ich weiß, bei deinem Becken, das ist ja, würdest du ja jetzt auch nicht mehr so bauen, ne? Ja. Die eine oder andere Stelle. Ja. Und, ja, da würde ich vieles anders machen, ja, tatsächlich. Ja. Aber ja, wie du sagst, hinterher ist man immer schlauer und ja, vieles kristallisiert sich auch erst ein bisschen später raus. Ne? Das zeigt sich dann halt irgendwann mal in der Praxis. Genau, also so, ich habe mitbekommen, so nach ungefähr, also das ist auch bei diesen ganzen Schnellstartgeschichten, ich finde, die starten das immer wahnsinnig schnell durch und liest man überall, es wird alles empfohlen und so und so und so fort. Und ich habe persönlich, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber so nach ungefähr 2, 2,5 Jahren, finde ich, kommt so der Punkt, da sieht man entweder, man hat bis dahin alles richtig gemacht oder das Becken fängt massiv an, irgendwie in eine Richtung abzugleiten. Also das habe ich ganz oft schon irgendwie beobachtet und deswegen sage ich immer, wirklich gute Aquarianer sind eigentlich für mich immer die, die irgendwie 5, 6, 8, 9 Jahre das Becken stehen haben. Da habe ich immer echt Respekt vor, weil bis es so lange stabil steht, da muss man wirklich eigentlich von Tag 1 an irgendwie alles richtig gemacht haben. Ja, das ist sicherlich richtig, gebe da recht. Und du brauchst auch ein bisschen Glück. Also entweder du machst so wie manche Hardcore-Aquarianer, du gehst dann halt nicht in Urlaub, ne? Oder aber du gehst halt in Urlaub und riskierst es halt. Weil, wissen wir alle, ne, da kann mal die Technik kaputt gehen oder deine noch so gute Pflege oder Vertretungspersonal macht irgendwas. Das kommt halt bei so einer langen Zeit auch immer noch mit dazu. Ja, das stimmt. Ne? Das ist, also, ja, ist immer, das ist sowieso immer so. Das ist vielleicht die einzige Sache, die ich am Hobby so ein bisschen echt nervig finde. Weil mittlerweile, gut, jetzt mache ich das über Webcam und alles, aber Urlaub ist immer Nur eine heiße Nummer, gell? Ja, ja, ja. Vor allem Winterurlaub geht immer noch, aber so Sommerurlaub, wenn man dann noch denkt, wie warm wird's, welchen Lüfter nehme ich jetzt? Also ich habe jetzt halt auf Durchlaufkühler dann umgestellt irgendwann, weil ich mir dachte, gut, der ist irgendwo ein bisschen zuverlässiger vielleicht noch als so ein Lüfter, aber man weiß es ja dann auch nicht. Ne? Der kann sich ja auch zusetzen oder so und da ist da auch Ende. Das ist ja. Ja, wir haben halt, ich sag mal, einen Patienten an der Herz-Lungen-Maschine und wo Technik ist, kann es halt versagen. Ne? Ja, das stimmt. genau. Dann wollte ich mal noch wissen, wie war denn das bei dir in der Kindheit? Also ist da irgendwie schon das Interesse gefördert worden durch dein Umfeld oder war das wirklich einfach so deins, dass du gesagt hast, nee, das ist mir so in die Wiege gelegt worden, so mit Biologie und Aquaristik? Also da war ich tatsächlich der Einzige, der das irgendwie gemacht hat. Meine Eltern haben zum Glück, muss ich sagen, dann gesagt, ja, wir unterstützen das alles. Aber letztlich hatte ich da nicht irgendwie eine Vorbindung. Ich hatte auch im Bekanntenkreis keinen, der das irgendwie hatte. Ich glaube, ganz früher im Kindergarten meine ich mich noch so zu entsinnen, dass es da so ein Malawi-Buntbarschbecken gab. Und da bin ich immer auf die Idee gekommen, bin ich mit meiner Mutter immer losgegangen und habe hier diese kleinen Krallenfrösche geholt. Mhm. Ne? Diese Zwergkrallenfrösche. Und habe mich immer gewundert, warum der nächsten Tag weg war. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, schön blöd, wer so einen Frosch in Malawi-Becken setzt. Ne? Aber die haben sich gefreut. Ja, das war vielleicht so die erste Erfahrung. So irgendwie. Okay, aber so ein Mentor oder sowas hattest du dann in dem Fall ja nie, oder? Quasi nicht. Also ich hatte Glück in Dresden,
zu Kaiser, der Ronny Kaiser, der ist ja auch relativ, also zumindest bei uns im Osten bekannt und sehr lange schon dabei. Und da habe ich quasi wochenlang mehr oder weniger dort gewohnt und habe immer alles gefragt und mir erklären lassen und stundenlang dort verbracht. Und ich sag mal, das ist so wahrscheinlich der, den ich als mein Mentor bezeichnen würde. Das ging ja auch ein halbes Jahr oder so, denke ich. Und dann irgendwann fängt man dann, oder habe ich dann angefangen, wirklich dann gute Literatur zu lesen. Das ist auch so was, was ich vielleicht heutzutage so ein bisschen vermisse, dass die Leute gefühlt weniger belesen. Auch wenn man selber was schreibt, wünscht man sich ja immer auch mit der neuen Zeitschrift, dass die Leute irgendwie das auch mal rezipieren, sich zu Gemüte führen, dann irgendwie auch wahrnehmen. Aber ja, das ist so eine Sache. Ich weiß, das hattest du ja letztes Mal schon mit Robert auch so ein bisschen diskutiert. Und ja, so sehe ich das eigentlich. Okay. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? So, wo siehst du noch Entwicklungspotenzial? Na, also ich sag mal, die eine Sache, das habe ich jetzt nach meinem, also mir ist ja wirklich das komplette Becken mal gestorben zwischendrin. Durch einen Seestern, der da auf eine Pumpe sich gesetzt hatte, da war wirklich, weil die Korallen so dicht waren, die haben abgeschleimt, furchtbar gestunken, innerhalb von 4 Stunden war das Becken quasi klinisch tot, also da ging wirklich gar nichts mehr. Und seitdem achte ich persönlich sehr drauf, wirklich 100% irgendwie Nachzuchten zu nehmen. Das ist so eine Sache, die ist mir persönlich eigentlich sehr wichtig. Da würde ich mir wünschen, dass auch gerade bei LPS, bei Anemonen vielleicht, Doktorfische haben wir ja jetzt Glück in Hawaii und überall haben wir ja alle verfolgt, dass da schon viel kommt. Und das ist, denke ich, so die Sache, die ich mir wünsche, weil letztlich, man darf es nicht unter den Tisch kehren. Unser Hobby ist in gewissen Bereichen schon noch ein Raubbau an der Natur, ob das nun lebende Steine sind, ob das einige Korallen sind. Und wenn man das auf Farmzuchten, um die Leute auch vor Ort zu unterstützen und auf Nachzuchten verschieben könnte, das wäre so, denke ich, so die Sache, die ich mir wirklich wünschen würde und wovon, denke ich, auch alle irgendwo profitieren könnten. Das fand ich, hat ja so gut die Schizophrenie unserer Zeit gezeigt. Ne? Indonesien zu, Australien umso mehr auf. Ne? Die einen brechen so aus dem Riff und die anderen ziehen nach. Und die, wo nachziehen, dürfen nicht mehr. Und die, wo aus dem Riff brechen, ja, die mussten dann mehr liefern als zuvor. Ja, furchtbar. Das ist die Schizophrenie unserer Zeit. Ja? Sehr, sehr oft beobachtet man leider sowas. Ne? Den Hammer haben wir dann irgendwo bekommen. Die Rache von oben mit den Acropora-Strudelwürmern. Also ich denke, das haben wir schon der Sache irgendwo zu verdanken. Da kenne ich ein. Also du hattest sie jetzt, ich hatte sie jetzt gehabt. Also. Ja, das hat die Australier gebracht, klar. Ja, genau. Ja, dann sage ich mal, du hast meines Wissens mit Meerwasser mit 14 angefangen, oder? Genau. Also war das ja, sage ich mal, eine kurze Süßwasserzeit wahrscheinlich, oder? Von 7 bis 14 ist auch schon eine ganze. Aber mit 7 warst du da wirklich schon so, dass du gesagt hast, das war jetzt schon bewusst Aquaristik? Ja, also ich sag mal, ich war Aquarienbesitzer. Okay. Ja, also da hatte ich mich damals nicht so wirklich für. Also die Süßwasser-Aquaristik, das war so ein kleines 60-Liter-Ding. Ja, mehr schlecht als recht, also immer schön so belesen und gekümmert und so, aber so wirklich, also zum Süßwasser, ich habe halt echt kein Talent für Süßwasser gehabt. Ich habe es jetzt nochmal nebenbei so ein Dreivierteljahr probiert. Meine Freundin hat auch so ein kleines Nano, so 12 Liter oder so, das steht tatsächlich ganz gut, aber da ist auch nur noch eine oder zwei dominante Pflanzenarten, der Rest ist auch irgendwie. Also für Süßwasser habe ich wirklich kein Talent. Das lag mir das Meer irgendwie besser, weil das konnte ich logisch, das war Chemie, die konnte ich mir ausrechnen. Das hat alles funktioniert und dann das Beobachten, das kommt ja dann so mit der Zeit. Aber so gefühlt im Süßwasser muss man von vornherein irgendwie beobachten können, weil mehr als pH oder was, noch irgendwelche Huminstoffe, aber wie viel gibt man dann dazu? Das ist alles so über den Daumen gepeilt. Also das hat mir nicht so gelegen. Okay.
Werden wir von dir irgendwie noch was in Zukunft Neues sehen oder bist du da noch irgendwo an was Neuem dran? Also. Es soll eine ganze Reihe eigentlich noch kommen. Das ist aber im Moment alles noch nicht so ganz klar. Auch durch Corona kommen jetzt verschiedene Messen oder nicht zum Beispiel. Können da verschiedene Dinge gehandhabt werden oder nicht? Dann mit dem Magazin letztlich noch und vielleicht kommt noch das ein oder andere. Da möchte ich mich jetzt aber noch nicht festlegen. Das möchte ich mir vorbehalten, das zu machen oder vielleicht nicht zu machen. Und, aber ich denke, wenn ich es mache, dann werdet ihr es oder wirst du es auch mitbekommen. Okay, jetzt mit deiner WhatsApp-Gruppe, die ist ja relativ, ich sag mal, stark frequentiert. Also ich empfinde die als sehr stark frequentiert. Wie viele Mitglieder haben da jetzt schon drin? Das weiß ich gar nicht, aber das sind gar nicht viele. Also das ist, jetzt hast du natürlich ein Thema angesprochen. Also na gut, meine WhatsApp-Gruppe ist ja quasi vor dem Hintergrund. Ich habe mir gedacht, ich möchte mal wirklich Leute, die irgendwie in einem Bereich besonders interessiert sind oder eine Sache wirklich besonders gut können oder sehr tiefes Breitenwissen haben oder irgendwie so Leute. Und letztlich ist die Gruppe deswegen gar nicht so groß. Wahrscheinlich die Leute, die da drin sind, die sind einfach sehr eifrig im Hobby und teilen sich dann und sind ja auch wahnsinnig tolle Sachen. Da sind ja Leute drin, die Farmzuchten haben und eigene Fischzuchten, Seepferdchen züchten, dich dann als hier mit besonderen Akroporen und so. Also, da gibt es schon einiges, aber so wahnsinnig groß ist es jetzt gar nicht. Das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Weil dann verliert man irgendwann den Kontakt auch so. Aber ich finde die, also ich komme nicht hinterher beim Lesen, ne? Ja. Also, Liest du zu langsam? ja, das kann schon sein, ja. Ja, dann Beruf vielleicht noch. Also du bist jetzt Biolehrer und was noch? Was hast du als zweites Fach? Ich mache Ich noch mache noch Geschichte. Also Okay. die Kombi, die mutet vielen ein bisschen komisch an. Ich hatte erst überlegt, dann mache ich Biochemie oder so. Und das ist dann sehr einseitig. Und ich finde es immer gut, sich so einen weiten Horizont offen zu halten. Ich weiß, du machst das ja auch. Du machst ja viel mit Philosophie, glaube ich, ne? Ja, auch, ja. Und genau, ja. Und so ist es quasi bei mir auch, dass ich irgendwie so das mag, so zwei verschiedene Okay. Weltsichten irgendwie zu haben. Das finde ich ganz gut. Okay, also bist noch so voll in den Humboldtschen Gedanken drin, ne? Breit aufgestellt. Ja gut, naja, Humboldt würde ja dann heißen, ich muss noch ganz viel Latein, Altgriechisch und nach Ja. Möglichkeit Hebräisch nebenbei machen. Da haben ja die Jahre Latein gereicht. Okay. Wie ist denn das bei dir in Bio? Du unterrichtest dann ganz normal gymnasial oder was machst du? Genau. Okay. Und wie ist das Interesse? Wie kriegt man das an die jungen Menschen ran im Moment? Wie schätzt du das ein? Ja, also ich persönlich bin immer der Überzeugung, wenn man selber dafür brennt, oder so ging es mir zumindest früher immer, wenn man selber dafür brennt und wirklich da mit Herzblut dabei ist, dann kann man das auch gut vermitteln. Ich denke, aber das ist, denke ich, in jedem Lebensbereich so, wenn man irgendwie dafür brennt, dann kann man andere mitreißen und wenn man das halt nicht macht, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ich bin jetzt kein Freund davon, immer zu sagen, die Jugend, ich weiß jetzt aus Geschichte, ich habe mich recht intensiv auch mit älterer Geschichte, selbst damals haben Platon und Hippokrates und wie sie alle hießen, schon gesagt, die Jugend ist total verdorben und aus der wird nie was. Und ich denke, das ist so ein Menschheitsproblem vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin da bei dir. Also ich gerade das Begeistern kommt ja davon, das muss mit Geist erfüllt. Und in dem, ja, begeistern, ja. Und dadurch, erst wenn du was mit Geist erfüllst, bekommt es ja auch einen Sinn. Und dann kannst du auch erst was vermitteln. Das ist, sehe ich absolut genauso. Ja, wir nähern uns langsam der Dreiviertelstunde. Wir haben noch ein bisschen was. Also Dreiviertelstunde geht immer Tatsächlich. Folge. Ach so, okay. Ja, also es ist schon fast eine Dreiviertelstunde rum.
Darf man fragen, wenn dein neues Becken, was wird denn das werden? Wirst du da, hast du das schon was im Kopf oder? Ja, ich überlege, also ich möchte auf jeden Fall irgendwie gerne was Besonderes machen. Also jetzt bei dem Becken hatte ich ja mit diesem Geblinke. Und ja, jetzt würde ich gerne eine besondere Form machen, vielleicht ein besonderes Strömungskonzept. Das interessiert mich sehr, wie man das noch optimieren kann, vielleicht. Vielleicht irgendein Drop, wobei ich sagen muss, das ist ja im Moment schon fast wieder, wird ja schon fast wieder Trend, möchte ich meinen. Ja, sind doch hübsch. Vielleicht so ein Side-Drop oder so gibt es ja auch noch oder irgendwie sowas in die Richtung vielleicht. Ein Strömungskonzeptbecken vielleicht oder irgendwie eine Kombination. Irgend sowas. Okay. Ja, ich habe mir schon überlegt, mal, weißt du, so ein Becken als Ring zu bauen, wo du eine Ringströmung reinkriegst, eine richtige. Das ist halt dann irgendwo schwierig. Das kannst du ja dann nur aus Acryl machen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber man könnte es natürlich auch eckig kleben, ne? Also so als weiß ich nicht, was ist das, ein Hexagon dann oder sowas? Ja, mit so abgerundeten Scheiben. Also kann man bestimmt machen. Da gibt es einiges, was man da gucken könnte. Irgendwo sage ich halt, es muss von der Perspektive, ich finde es ja auch toll, wenn man möglichst viel von oben irgendwie gucken kann. Ja. Das wäre eine Sache, die würde ich vielleicht auch irgendwie gerne. Ich habe gesehen jetzt, es gibt so Becken, die fließen quasi. Also die haben quasi unten eine Wanne, wo die drinstehen und laufen dann quasi über die Oh ja. komplette Oberfläche ab. Richtig. Gibt es schon länger, ja? Gibt es Stimmt. schon länger, ja. Ich habe bloß dummerweise noch nicht rausgefunden, wie das so genau heißt und vor allem, wie das mit der Geräuschentwicklung ist, wie ich das, ob ich da die Ecken rund machen muss oder eckig und so, nicht, dass das die ganze Zeit plätschert. Du hörst gar nichts. Also ich habe das schon live gesehen, so ein Becken. Also der Hersteller fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich weiß so gar nicht, ob es den noch gibt. Aber das ist bestimmt schon gefühlt 4, 5 Jahre oder länger her. Dadurch, dass du ja eine relativ kleine Überlaufhöhe bekommst, weil ja Überlaufkante ja der komplette Umring ist und die Scheiben ja quasi komplett quasi benetzt werden, hörst du faktisch gar nichts. Also das ist gut gewesen. Ist faszinierend. Du siehst durch die Scheiben ja gar nichts. Da Du musst habe ich jetzt hier live noch was gelernt. Nee, aber das ist, ich finde, von oben sieht das halt wahnsinnig toll aus. Kann man dann auch durch die Seite gut durchgucken oder ist das schwierig? Das ist quasi im Endeffekt, da läuft es da rinnt's runter. Okay, also du siehst quasi nur von oben dann. Genau. Ah, ist auch irgendwo cool, ne? Weil ich finde, also ich persönlich kletter dann immer auf die Leiter und Ja. gucke dann irgendwie ins Becken runter. Ja, nee, ist auch so. Von oben ist natürlich immer das Riff am schönsten, ne? Von Farben und, klar, das ist so. Aber ich finde es halt auch immer schwierig, weil so ein Shallow Reef Becken, wo eben kaum Höhe hat, ich finde, das wirkt halt auch nicht richtig. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und dann kannst du wieder kaum Fische einsetzen und hat ja auch wieder so seine Probleme. Ne? Vielleicht kann man das ja so machen, dass man die Frontscheibe höher macht und nur die Seitenscheiben quasi so als Überlauf. Dann hat man Ja. irgendwie beide Effekte so zusammen. Das könnte man ja auch noch überlegen. Gibt es noch gar nicht, ja, würde gehen, ja klar. Ja, das sollten wir uns mal überlegen. Okay. Marius, wer ist der nächste Gast? Ja, da habe ich lange überlegt. Ich habe überlegt, mal so einen ganz alten Hasen vielleicht zu nehmen. Und dann dachte ich, na gut, das ist ja immer noch Multimedia und irgendwie. Und ja, wer macht viel fürs Hobby? So bin ich dann irgendwie rangegangen. Und ich habe dann überlegt, Riff Aquaristik Journal fand ich früher sehr gut, ist jetzt mittlerweile ja nicht mehr ganz so viel, fängt jetzt aber wohl wieder an. Und das würde mich mal interessieren, wie sich das entwickelt hat und was da vielleicht auch geplant ist. Und von daher würde ich den Ronny Domschke Ja, cool. mir wünschen Ja. und hoffen, dass der auch andere Leute interessiert. Okay. Hat er schon zugesagt oder hast du das jetzt Ich mal habe probiert? ihn zumindest mal gefragt, ob er sich das prinzipiell vorstellen könnte, weil Okay. so irgendjemand so ganz ins kalte Wasser schubsen. Ich Das. wusste ja gar nichts davon. Ja. Ist auch mein erstes Mal jetzt irgendwie. Ich bin gar nicht so ein großer Fan von Multimedia immer, aber ich finde das Format super und würde auch sagen, mach da auf jeden Fall weiter.
Und von daher habe ich mich auf jeden Fall über die Einladung gefreut. Ich denke, es war für mich zumindest sehr, sehr schön. Mal gucken, was die sagen, die das hier rezipieren, die sich das anschauen werden. Aber ja, und ich hoffe, dass es weitergeht und dass weiterhin interessante Leute natürlich kommen, ne? Ja, hängt von den Gästen ja ab, primär. Also A, natürlich, dass sie bereit sind, sich dem Format zu stellen oder halt mitzumachen, wo sie auch Zeit investieren und so weiter. Und ja, und die Leute machen es ja. Also wie gesagt, das war ja mir wichtig, dass ich nicht mir die Leute aussuche, sondern daher fand ich die Idee ganz gut, dass immer der Gast den nächsten Gast bestimmt, weil dann bin ich da mal außen vor. Und dann finde ich auch den Mix spannend. Also ich finde, das ist mit dem Ronny richtig gut, weil das jetzt mal wieder wieder eine andere Richtung geht und das macht es ja auch, finde ich, aktiv, ne? Dass es nicht so einseitig wird. Naja, gut. Mario, vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Ich danke dir auch und weiterhin gutes Schaffen und wir lesen uns, ja, hören uns. Vielleicht, hoffentlich kommt die nächste Messe, da kann man sich vielleicht auch mal wiedersehen. Und Ich würde es begrüßen, ja, ja. wenn man wieder uns freilässt. Ja. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend Dankeschön, dir auch. und bis dahin. Bis Tschüss dahin. miteinander. Tschüss. Tschüss.